läuft. Grüezi und hallo. Nicht aus dem Festzelt leider, aber nach dem ersten Testspiel in der neuen Saison vom FC Eintracht Northeim gegen unsere Freunde von der SG Denkershausen-Lagershausen, also auch gegen unseren ehemaligen Kapitän Marcel Braun, den ich hier in Blau begrüße. Endlich wieder als Spielertrainer unterwegs, nach diversen Verletzungen ja auch. Einer schweren Knieverletzung. Dann erstmal, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ich fühle mich jetzt etwas bisschen schlapp, aber ich denke mal, Dienstag wird es mir wieder ein bisschen besser gehen und dann fühle ich mich auch wieder gut oder besser. Ja, das Spiel endete 4:2 für den FC Eintracht Northeim, also ein Favoritenerfolg. Zur Halbzeit stand es 1:1. Dann fange ich mal mit unserem Gast auch an. Marcel, wie hast du das Spiel erlebt? Was habt ihr für einen Plan gehabt? Wie ist der aufgegangen heute? Ja, der Plan ist eigentlich ganz offen. Wir wollten ein paar Nadelstiche setzen. Ich denke mal, das haben wir in den ersten 10 Minuten eigentlich ganz gut gemacht. Danach hatte uns Northeim recht gut im Griff, was eigentlich auch erwartet wurde von uns. Und dann ja, haben wir eigentlich ganz gut verteidigt, hatten ein paar gute Konter, die haben wir leider nicht zu Ende gespielt. Dann sind wir 1:0 in den Rückstand gegangen und dann durch ein schönes Tor von Marcel Kehr aus, weiß nicht, 60 Meter oder 50 Meter, 1:1. Ja, sind wir mit 1:1 in die Halbzeit gegangen. Das war dann recht gut für uns. Zweite Halbzeit hat man natürlich dann gemerkt, dass wir konditionell noch ein paar Probleme haben gegenüber Eintracht Northeim, aber das ist auch in Ordnung. Ja, und dann hat Northeim natürlich viel, viel mehr Ball. Wie gesagt, wir haben trotzdem noch ein paar Nadelstiche gesetzt, ein paar gute Konter, haben wir auch noch das 4-4-2 gemacht. Also wir sind mit dem Freundschaftsspiel auf jeden Fall zufrieden und wissen noch, wo wir dran arbeiten müssen. Und wir haben ja noch 2-3 Wochen Zeit bis zum ersten Punktspiel und dass wir dann alle bei 100% sind und hoffen, dass wir in der Vorbereitung alle verletzungsfrei bleiben, damit wir einen vollen Kader und guten Konkurrenzkampf haben in der Mannschaft. Ja, das 1:1 war ja kurios. Anschluss für euch, der Ball zurückgelegt und dann direkt draufgeschossen. War das der Plan? Also war, ein kleiner, das öfter? War ein kleiner Hinweis von mir an Marcel Kehr, weil ich weiß ja, die Northeimer Torhüter stehen immer recht weit vorne. Ich weiß nicht, ob mein Trainerkollege das auch immer jetzt in Auftrag gibt. Früher war das immer so und da habe ich Marcel Kehr mal gesagt, hier achte mal bitte auf den Torwart, der steht immer recht weit vorne und Marcel Kehr hatte halt einen guten Schuss. War auch ein bisschen Glück dabei, aber diesmal passte der und war es halt gut für uns, dass wir schnell das 1:1 gemacht haben und das dann auch in der Halbzeit durchgemacht haben. Top, wir wünschen euch alles Gute, das öfter funktioniert auch in der Bezirksliga. Ja, das braucht man, danke. An der Stelle nochmal einen schönen Gruß an Marcel Korde. Da hast du was verpasst, aber wir versuchen das Tor mal rauszuschneiden und euch zu schicken. Ja. War ja wirklich sehenswert. Ja, dann herzlich willkommen, Simon Schneegans. Erstes Spiel als Trainer des FC Eintracht Northeim. Also ein neues Gesicht auch an meiner Seite hier im Fan-Talk. Ja, erstmal Feuer frei. Wie hast du das Spiel erlebt? Wie ist das erste Mal gewesen? Erstmal war sehr positiv. Wir haben sehr viel Gutes heute gesehen einfach. Also wir haben uns sehr viel vorgenommen für das Spiel. Vor allen Dingen im taktischen Bereich wollten wir eigentlich schon das umsetzen, was wir die letzten 2 Wochen trainiert haben. Und das haben die Jungs schon sehr gut gemacht, weil es für sie auch viele neue Sachen sind, die ich ihnen beibringe. Und ich glaube, dass sich die Spieler schon recht schnell dran gewöhnen können und auch wohlfühlen in dem System. So waren zumindest jetzt die ersten Feedbacks. Wir hatten frühe Ballgewinne, das wollte ich haben. Wir konnten gut umschalten und wir haben eigentlich aus dem Spiel heraus fast gar keine Torchance zugelassen. Und das war jetzt heute erstmal das primäre Ziel. Ja, wie ist der Kader sonst in Form? Ich glaube, heute waren es 14 Spieler, die dabei waren. Wie sieht das so aus? Ja, wir haben immer mal wieder Spieler, die aktuell noch im Urlaub mal sind oder verhindert sind aus irgendwelchen Gründen. Das ist auch vollkommen okay. Dafür sind wir im Amateurbereich tätig. Das können wir aber immer wieder kompensieren. Und so wird es auch wahrscheinlich die ganze Vorbereitung aussehen. Also ich hoffe dann, das ist unser Ziel auch einfach, dass wir bis zum Saisonstart alle Spieler fit haben und alle Spieler aus den Urlauben haben, sodass sie zum ersten Spiel wirklich einen guten Kader haben, einen leistungsstarken Kader. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie hat dir Denkershausen heute gefallen? So wie ich sie kenne. Aggressiv, zweikampfstark. Ich weiß, dass da immer 11 Mentalitätsmonster auf dem Platz stehen. Das macht die Mannschaft einfach auch stark, das wussten wir vorher. Ich kannte sie nun auch schon gut aus der letzten Saison. Da war es ähnlich. Ja, und ich wünsche denen, dass sie genauso eine gute Saison spielen, wie letzte Saison. Das war für den Aufsteiger sehr, sehr ordentlich.
Ja, dann abschließend vielleicht blicken wir auf die nächste Woche, die jetzt ansteht, auf die Trainingswoche. Was sind die Schwerpunkte, was nehmt ihr euch davor? Was haltet das vielleicht auch für Lehren heute aus dem Spiel, die gezogen worden sind? Ja, Schwerpunkte sind ist natürlich erstmal das nächste Spiel gegen Bochum. Wir werden uns morgen dann nochmal darum kümmern, wie wir uns das besser vorstellen können, einen Abschluss zu finden. Weil wir hatten schon viele Torchancen einfach, die wir auch liegen lassen haben. Das müssen wir dann gegen Bochum, der wieder unterklassig ist, einfach besser machen. Ja, und dann wartet am Samstag dann schon der erste große Brocken mit Norderstedt auf uns. Da wird sich dann auch zeigen, wie wir es gegen höherklassige Mannschaften defensiv einfach hinbekommen. Ja, sind wir gespannt. Definitiv. Und der nächste Höhepunkt, der steht zuvor. Man hört es auch schon, ich brauche Unterstützung und die kommt die Woche. Der Olli Hille ist wieder aus dem Urlaub zurück. Jawohl, wunderbar. Olli, da freuen wir uns drauf auf jeden Fall. Dann seid ihr komplett. Ja. Das neue Paar an der Seite des FC Eintracht Nordheim. Wunderbar. Ja, was sagst du denn so zum FC Eintracht, zu deiner Ex quasi aus der Ferne betrachtet? Wie bewertest du die Geburt? Wie beurteilst du so unsere Entwicklung? Ich verfolge das ja immer wieder, habe auch noch zu einigen Spielern Kontakt. Ja, jetzt mit dem neuen Trainer ist natürlich alles wieder nochmal anders. Jeder Trainer hat eine eigene Philosophie. Aber ich mache mir gar keine Sorgen. Ich denke, meine letzte Saison war recht gut. Die Saison wird auch gut, glaube ich, oder hoffe ich, oder wünsche ich der Eintracht, weil einfach verdient haben, jetzt irgendwann mal den Sprung nach oben zu schaffen, aber durch die Abgänge, Neuzugänge haben die Trainer es auch wieder ein bisschen schwieriger, neue Spieler weiterzuentwickeln und da in die Mannschaft reinzubekommen, aber ich denke mal, mein Trainerkollege wird das schaffen und dann schauen wir mal, was die Saison für Eintracht hergibt, aber ich bin positiv auf jeden Fall, komm wieder zugucken, wenn ich ein bisschen Zeit habe und Lust und dann schauen wir mal, sieht ja recht ordentlich aus, was die gekickt haben und das wird die Saison genau sein, da machen wir gar keine Gedanken. Ist immer gut aufgestellt, die Eintracht schon. Daher schauen wir mal. Vielen Dank. Bist immer herzlich willkommen hier mit deiner jungen Familie. Ja, dann soll es das für heute, glaube ich, gewesen sein. Wir haben einen schönen Nachmittag gehabt. Das Wetter hat sich gefangen. Tom, du machst es hervorragend. Vielen Dank. Ich bin so geil. Hier geht es jetzt weiter mit Bratwurst und einem Getränk von unserem Partner Einbecker Brauhaus AG. Macht euch noch einen schönen Sonntag in Eintracht für Eintrachts. Euer FC und SG Eintracht. Moritz, toll gemacht. Wirklich super.